Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Mein herzlichen Glückwunsch geht an das Komitee, bestehend aus der Kultusministerkonferenz der Länder, den Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ich gratuliere, der Weg unserer Kinder zum Mittelmaß wird geebnet. Die Bundesjugendspiele verlieren ihren Wettkampfcharakter und werden zum bloßen Wettbewerb. Nun hat dieses Komitee beschlossen, dass in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Wettkampf nicht mehr stattfinden wird. Gleiches wird empfohlen bis zur Jahrgangsstufe 6. Bei Wettkämpfen ist es halt so. Wenn einer gewinnt, muss schließlich auch jemand verlieren. Und das ist auch gut so. Jetzt soll es alles anders kommen. Hauptsache, niemand verliert und niemand heult. Urkunden für alle, 50% erhalten Siegerurkunden. Eine Variante der Wognis, die aber mit aller Energie umgesetzt wird. Deutschland leidet ohnehin unter Leistungsallergie. Unsere Fußballnationalmannschaft ist deutliches Zeichen dafür. Sie verloren erst im Juli 2023 4:0 gegen Japan. 80% der Mannschaft hat nur an einem Wettbewerb teilgenommen, der nach Definition der Bundesjugendspiele aus einem Alters- sowie entwicklungsgemäßen und damit am Kind orientierten Vielseitigkeitswettbewerb und lediglich um Bewegung geht. Bezeichnend sind auch die Olympischen Spiele in Tokio. Das war die schlechteste Bilanz seit der Wiedervereinigung. Mit Rang 9 im Medaillenspiegel lag Deutschland im Vergleich zu den Spielen der letzten Jahre deutlich zurück. Nach Auffassung von Triathlon-Präsident Martin Engelhardt ist die fehlende Anerkennung des Leistungssports ein Grund für das mäßige Abschneiden in Tokio. Zitat: Insgesamt hat die Bedeutung des Leistungssports in unserer Gesellschaft dramatisch abgenommen. Der Leistungsgedanke ist, wenn man wissenschaftliche Befragungen im Ländervergleich anschaut, in Deutschland im Keller. Außerdem herrscht in Deutschland keine Begeisterung für den Leistungssport. Gewinnen wollen, sein Bestes geben, Fehlanzeige. Mein Gott, was soll das? Bloß nicht zu sehr anstrengen, sonst droht der Streberstempel. Exzellenz und Elite gelten als verdächtig. Deswegen geht es bei den Bundesjugendspielen also künftig nicht mehr um Leistung, sondern um Bewegung. Bei den Bundesjugendspielen kam es nicht auf den Bildungsgrad und den Kontostand der Eltern an, um zu gewinnen. Der Jugendliche war auf sich allein gestellt. Er konnte sich messen und damit es lernen, mit Anstand zu gewinnen und mit Anstand zu verlieren. Achtung vor dem anderen zu wahren, der besser oder auch schlechter war. Der kindliche Ehrgeiz wird nun erfolgreich abgeschafft, so wie die viele andere gute Sachen in unserem Land. Es ist das chronische Leiden der Deutschen Bildungsrepublik. Die Krankheit lautet Mittelmaß. In einer Schule stand über dem Eingang folgende weise Worte: Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Mit Pflicht ist der Leistungsgedanke gemeint und der kann durch den Sportlehrer geweckt werden. Ehrgeiz, Spaß am Gewinnen und würdevolles Verlieren kann hier erprobt werden. Wer hat den Deutschen implementiert, dass Leistung und Freude ein Widerspruch sind? Und wer über eine schlechte Platzierung mal weint, muss deshalb nicht gleich in Therapie. Nicht jede Träne birgt ein Trauma, sondern vor allem Lebenserfahrung, Erkenntnis und Respekt vor der Leistung des anderen. Ob sich die Schülerinnen und Schüler über das Ende des Wettkampfprinzips freuen, wage ich zu bezweifeln. Denn sie hat niemand gefragt. Ich denke, dass wir den Kindern keinen Gefallen tun, wenn wir ihnen Glauben machen wollen, dass das Leben nicht aus Herausforderungen besteht, sondern nur aus Mittelmaß, dass ihre Leistungen nicht gemessen und gewogen werden. Ich als Sportler kann davon ein Lied singen. Wenn ich nach einer Niederlage den Kopf in den Sand gesteckt hätte, wäre ich nie erfolgreich geworden. Erst vor 2 Wochen bin ich deutscher Meister geworden. Und das bestimmt nicht mit so einer Einstellung, wie unseren Kindern nun beigebracht werden soll. Wenn ich einmal verloren hatte, dann habe ich nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern das war der Ehrgeiz für mich, noch härter zu trainieren, um noch besser zu werden. Das ist es, was wir den Kindern beibringen sollten. Am besten führen wir jeden Tag 1 Stunde Sport in der Schule ein. Das kann unseren Schülern nicht schaden. Und wer weiß, vielleicht kommt dadurch das ein oder andere Talent noch zum Vorschein. Vielen Dank.